So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief Deadly Shadows. Wir haben hier letztes Mal zwei verwirrte Frauen gefunden, die, sagen wir, nicht ganz so freundlich waren. Und toten Fisch. Ja, eine ist halt hier nach unten abgehauen und wir wissen nicht so ganz sicher, wo sie jetzt ist. Ja, lieber mal, bevor ich hier reingehe. Und ich nehme meinen Fisch mit. Okay, das sieht seltsam aus. Hier irgendwas. Was sagt unsere Map? Wir sind hier rein. Und jetzt hier. Oder hier rein und jetzt hier. Das sieht mir wahrscheinlich aus. Wir sind hier rein. Well, I bees get on with workings now. Okay, es ist eine Frau irgendwo über uns. Und sie geht. Beweg dich. Nuns be passers me tonight, I be's most watchings. Was ist bei dir kaputt, Alter? Okay, sie patrouilliert hier rum. Explosive Mine. Die Explosivmine wird benutzt, um Fallen zu erstellen. Werf sie auf den Boden und wenn jemand in die Nähe kommt, wird es ja scharf und explodiert. Es stand ja nur it will be armed, aber es würde sie relativ wenig Sinn machen, wenn die Bombe einfach nur scharf wird, ohne dann auch zu reagieren, wenn jemand drauf tritt. Also, dass ich das jetzt machen kann, verdanke ich dem Schwierigkeitsgrad, ansonsten hätte ich mich hinter den Fässern verstecken müssen. Nicht ertrinken. Easy. Nicht ertrinken. Hier, verrückte Frau. Bleib da. Interessant. Das können wir also auch nutzen. Die beiden Kisten runterwerfen. Just weil wir es können. Ja, wir machen Krach in einem Schleichspiel. Aber ich muss zugeben, das hat bis jetzt so gut funktioniert, dass ich speichern würde. Was wir damit getan haben.
Leafer Bee's not happy about this, but Ibees shows them. If anyone tries to steal the Leafer's map, Leafer gets them. Then Leafer Bee's a hero. Then Leafer guards you them jackknolls paw and eat plumsies all day and night. Yeah. Leafer, what can we guard see? Oh, Leafers, you be stupid. Just take see these maps to them shaman. Psst, me not stupid. Me can guard see something. Let me guard the paw. No, Leafers, you be's not brave enough. Just bring see the map to Woodbine. That be's no charm. No job at all. Er redet ein bisschen sehr mit sich selbst. In them sewers, and nuns will find me. Was macht sie gerade? Woanders hingucken, das gefällt mir. Bees that? Oh, what bees that I see sie? Ah, there you are. You bees headed. To them us. Ja. Ich würde mal sagen, bis gleich. Und da bin ich wieder. Wir haben hier gespeichert. Passt ja eigentlich ganz gut. Zu dem Komplettausfall. Warum probieren wir das nicht hier oben rüber? Weil wir da gerade nicht rankommen. Okay, gut aus. Du hast mich nicht gesehen. Aber bis wohin geht sie? Bis da ungefähr. Damit kann ich leben. Da geht sie ja nicht zu weit. Nothing to see. Sie von dem komischen Matschmonster da unten wegbringen. Die gute Frau. So. Viel sicherer. Ich würde sagen, wir haben jemanden bewusstlos geschlagen, ohne dass er uns entdeckt hat. Das ist ein Quick Save wert. I just a little squirrely. Ah! Leafer Bee's not happy about this, but I Bees shows them. If anyone tries to steal the Leafer's map, Leafer gets them. Ah! Then Leafer Bee's a hero. Then Leafer guards you them jackknolls paw and eat plumsies all day and night. Yeah. Please be Leafer, what can me guards you? Oh, Leafers, you be stupid. Just take see these maps to them shaman. Psst, me's not stupid. Back of works, I guess. Sieht er mich hier? Nein? Gut, von dieser Seite können wir uns also relativ gefahrlos nähern. Where's that? Ha! Found you, now fighters me! Nein. No, don't run, I bees want to fight! Wie hat er mich denn jetzt bemerkt? Fool! There bees nowhere safe for you! Ja, mysteriös. Wait, I bees just need us a second. Ready?
Okay. Er ist seltsam. Bis gleich. Na gut, das... Die Lösung zu dem Ganzen war mal wieder schnelles, entschlossenes Handeln. Ich habe einfach gewartet, bis er hier seinen Text runtergebabbelt hat, sich umgedreht hat, bin hinterher gerannt und hab ihn geschlagen. Soll er doch tun, was er lustig findet. Apfel. New Map. Und das Lustige hieran ist, ich muss da drüben hin. Hör auf, mich zu verfolgen. Und sofern dieses Sumpfmonster nicht noch elendig lange braucht, um hier hochzukommen. Seht ihr jetzt auch gleich nochmal, wie ich das eben gemacht habe. So. Hier hin. Und laut Map haben wir nämlich das Problem, dass hier oben schon wieder ein Levelübergang ist. Und ja, das heißt für mich, ich darf schon wieder einen Cut machen. Gleich. So, und da sind wir auch wieder. Es geht jetzt los. Wir sind jetzt im, ja, quasi Heiligtum der verrückten Irren-Wahnsinnigen. Aber wenn ich da runterfalle, werde ich, glaube ich, zwangsweise in den Ladebildschirm gesetzt. Und wir wissen ja alle, das geht nicht. Ja, passt. Oh, da poppt eine Nachricht. All Shamanes, also alle Schamanen und so weiter. Neue Nachricht. Okay. Erfahre etwas über das Ritual der Wurzel, um Zugang zu Jack Nail. Oh. This bees a bad jokes if it bees you. Some sprite or pixie played a tricks on me. There bees nothing here. Dass sie hier überall Grasboden haben, macht das Ganze natürlich unglaublich einfach, weil wir normal schnell laufen dürfen, ohne gehört zu werden. Ich glaube, wir werden hier viel Spaß haben. Also jetzt nach so einer total zerstückelten Anfangssequenz könnte es doch ganz lustig werden hier. Ich meine, wir können hier hoch, wir können hier rüber, wir können... Ach, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Auch zum Rumbaggen natürlich. Spezial-Loot zu finden. Allgemein-Loot zu finden. Aus Versehen Alarme auszulösen. Okay, die Decke vom Level ist... Okay. Explosiv was? See here.
Ist okay. Explosiv fast an Wachen vorbeigerollt. YOLO! Ja. Das war nicht unbedingt leise, das gebe ich zu. Andererseits war es auch nicht geplant, leise zu sein. Und scheinbar dürfen wir laut sein, wie wir Bock haben. Meine, hör ich das mal an. Ey, Fisch gehört aufs Feuer oder zumindest in die Nähe davon. Dieser kleine Wendekreis, den er manchmal hat, der scheint schon echt. Am besten bewege ich mich bei so Millimeterarbeiten nur noch springend. Okay, und das ist jetzt für mich offiziell Grund genug zu sagen, ich mache hier Ende. Also ganz ehrlich, ich mache jetzt nicht für eine Minute noch eine komplett neue Aufnahme. Ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir kommen nächstes Mal mit weniger Ladebildschirmen durch. Von daher, danke, bis zum nächsten Mal, tschüss!